Ich wohne in einer WG. Wir sind vier Personen. Mit einer der drei anderen lässt es sich gut wohnen. Doch oh weh, die zwei anderen beiden, die können mich zur Weißglut treiben. Der eine ist ein Nerd, ganze Tage wandert er als Magier durch Online-Welten. Und die andere gehört, tut sie's auch nicht gern hören, zur Gattung der Verwöhnten gehören. Mit ihnen klarzukommen ist ne Wissenschaft. Das miteinander Leben kostet sehr viel Kraft. Doch diese Mitbewohner, die sind 13 und 7. Und ich bin verdammt, sie zu lieben. La 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 la. Sie lassen sich bedienen, fühlen sich auf wie Fürsten, verweigern die Benutzung von Toilettenbürsten. Und sie ziehen, als stünd darauf Belohnung, Kauschneisen durch die Wohnung. Wenn ich sie ermahne, auch mal aufzuräumen, dann seh ich sie vor Wut und vor Empörung schäumen. Ehe sie dann mit viel zu viel Gepolter so tun, als wär's die reinste Folter. Sie buhlen um Beachtung, sie sind niemals still. Schon gar nicht, wenn ich grad mal meine Ruhe will. Manchmal da denk ich, ach, wäre doch zu zweit geblieben. Doch ich bin verdammt, sie zu lieben. Dass man sich für viele Jahre so verbiegt, das hat das Leben raffiniert gut hingekriegt. Denn ist die Liebe mir auch aufgezwungen, muss ich gestehen, sie ist dem Leben richtig gut gelungen. Find ich sie auch oft nervig und sehr undankbar. Wär's undenkbar, meine Mitbewohner wären nicht mehr da. So sehr ich ihretwegen auf dem Zahnfleisch geh, so freu ich mich doch jedes Mal, wenn ich sie sehe, wie sich Einstellung und Sichtweise konstant verschieben. Das wäre mit Schizophreno ungefähr beschrieben. So sehr ich mich auch schon an ihnen aufgerieben, so lieb ich es doch, sie zu lieben.